Am 18. Januar 2018 stürmt es heftig in Niederkrüchten bei Mönchengladbach. Auf dem Campingplatz am Laarer See bleiben die meisten Menschen in ihren Wohnwägen. Ramona K. ist an diesem Abend in der Duschanlage. Als sie zurück zu ihrem Wohnwagen kommt, liegt ihr Partner Roland P. leblos auf dem Boden. Es ist nicht ganz klar, lebte das Tatopfer oder war es bereits tot? Und zwar gegen den Kopf, und zwar mehrfach. Die Staatsanwaltschaft erhebt jetzt Anklage wegen gemeinschaftlichen Mords. Ich glaube, jeder wollte es einfach nur ganz schnell vergessen. Ramona K. ruft die Polizei. Dann geht sie zum Eingang des Campingplatzes und dort wird sie von den eintreffenden Rettungskräften versorgt. Gleichzeitig kommen Polizisten an diesem Wohnwagen an. Drinnen finden sie die Leiche des 54-jährigen Roland P. auf dem Boden. Darauf liegt ein Fernseher und am Kopf ist Blut. Als Todesursache wird später festgestellt: durch eine Kombination aus stumpfer Gewalteinwirkung gegen den Kopf und Erstickung durch Einwirkung auf die Brust- und Halsweichteile. Im Wohnwagen sieht es aus, als hätte da ein Kampf stattgefunden. Geld, Bankkarten und das Handy des Opfers sind verschwunden. Und auch die Tatwaffe, mit der auf Roland P. eingeschlagen wurde, ist weg. Und damit fehlen wichtige Indizien. Die Polizei bildet die Mordkommission Campingplatz. Sie wird von Ingo Thiel geleitet. Er gilt als Experte, weil er schon viele schwierige Fälle gelöst hat. Ingo Thiel lässt das ganze Gelände des Campingplatzes von einer Hundertschaft absuchen. Wir suchen jetzt nach möglichem Tatwerkzeug, beschränken das nicht auf einen bestimmten Gegenstand, sondern alles, was Blutanhaftung hat und zum Ausüben stumpfer Gewalt geeignet ist, kann Tatwerkzeug sein. Immer wieder steht auch die Frage im Raum, war es einer der Camper? Georg Bettinger betreibt den Campingplatz am Laarer See. Er erinnert sich noch gut daran, wie sein Campingplatz zum Tatort wurde. Im ersten Augenblick war das natürlich ein Schock. Weil wenn sowas auf dem Campingplatz passiert, es war Nachbarn, es ist bei Nachbarn passiert. Und da war in dem direkten Umfeld, war natürlich, die waren schon sehr betroffen, teilweise waren das Bekannte, man hat mit denen gegrillt. Und dass dann sowas passiert, hat die schon sehr hart getroffen. Was können Sie über die Person Roland P. sagen? Also was wussten Sie damals über ihn? Soweit ich mich daran noch erinnern kann, waren es beide begeisterte Motorradfahrer. Sind beide gerne Motorrad gefahren. Und später, als wir haben geholfen, den Wohnwagen auszuräumen, ich glaube, er hat sehr gerne Gummibärchen gegessen. Roland P. und Ramona K. haben sich durch ihre gemeinsame Biker-Leidenschaft kennengelernt. Es war Roland P.'s Traum, einen eigenen Campingwagen zu haben. Erst ein halbes Jahr vor seinem Tod hatte sich den erfüllt. Wir waren dann ja auch in dem Wohnwagen drin und haben gesehen, wie es da aussieht. Was haben Sie da gesehen? Als man reingekommen ist, da lag dann eine Fußläufermatte. Auf der Fußläufermatte hat man braune Flecken gesehen. Ich vermute mal, dass das Blut war. Und man hat halt überall im Wohnwagen hat man diese von dem Fingerabdruck, diese schwarzen Graffiti oder was das auch immer ist, das hat man überall gesehen. Also er sah schon, so war schon fast Vintage sah das dann aus. Und sonst war eigentlich im Wohnwagen war alles normal. Der war ein sauberer, aufgeräumter Wohnwagen. Was haben Sie damals von den polizeilichen Ermittlungen mitbekommen? Die haben dann ja hier stattgefunden. Wir wurden befragt, ob wir die Herrschaften kennen, inwieweit wir sie kennen. Ähnliche Fragen, die sie mir auch gestellt haben, wie sie sich verhalten haben. Aber wie gesagt, sie waren immer freundlich, waren immer nett. Und der Platz, also die Gäste, die auf dem Platz waren, die wurden genauso befragt. Und die Hundertschaft ist dann über jeden Platz gegangen, weil da wurden ja die Tatgegenstände wurden überall gesucht. Und da ist man einmal über den kompletten Platz und der Platz wurde einmal auf den Kopf gedreht. Auf einmal melden die Taucher einen Fund. Im See liegt das Handy des Opfers. Aber davon kann nicht mehr viel ausgewertet werden. Und dann finden die Ermittler auch noch die Tatwaffe. Es ist ein Pflasterstein, an dem die DNA des Opfers ist. Und das ist nicht die einzige DNA, die die Ermittler an dem Stein finden. Das ist auch noch die von einer Frau. 3 Monate gelangen keine Informationen über den Fall an die Medien. Aber dann heißt es: Die Polizei hat heute auf einer Pressekonferenz Details zum gewaltsamen Tod des 54-Jährigen auf einem Campingplatz in Niederkrüchten bekannt gegeben. Es soll ein Auftragsmord gewesen sein. Und außerdem gehört die zweite DNA an der Tatwaffe, Ramona K. Am 14. März 2018 nimmt die Polizei nicht nur Ramona K., also die Partnerin von Roland P., fest, sondern auch noch ihren Sohn Adriano aus einer vorherigen Ehe. Und dabei bleibt es nicht.
Denn jetzt wird's kompliziert. 3 Wochen später werden 2 weitere Männer festgenommen, Tim und Konstantin. Was genau ist an dem Januarabend auf dem Campingplatz passiert? Das muss Lothar Beckers klären. Er war damals Richter am Landgericht Mönchengladbach. Von ihm möchte ich mehr über die Hintergründe des Prozesses erfahren. Denn im Oktober 2018 wird gegen alle 4 Personen Anklage erhoben. Wieso wurden denn dann neben Ramona K. noch 3 junge Männer angeklagt überhaupt? Die Staatsanwaltschaft hat nach dem Abschluss der Ermittlungen angenommen, dass alle zusammengewirkt haben. Also Ramona K. als diejenige, die die Idee hatte, und dann der Sohn, der die beiden anderen kannte und sozusagen engagiert hat. Also die Staatsanwaltschaft hat das Ganze so als Auftragsmord gesehen. Und deswegen gehörten alle zusammen und deswegen sind auch alle zusammen wegen Mordes angeklagt worden. Sie haben ja jetzt gesagt, die Hauptidee, die kam von Ramona K. Was war denn Ihr Motiv dafür? Ihr Motiv war, soweit wir das in der Hauptverhandlung haben ermitteln können, dass sie die Quälerei beenden wollte. Also der Lebensgefährte hatte wohl ziemlich hohe Besitzansprüche an sie gestellt. Ramona K. sagt vor Gericht aus, dass sie in einer Gewaltbeziehung mit Roland P. gelebt habe. Sie sei sexuell misshandelt worden. Ihr Partner habe ihr verboten, Kontakt zu Freunden zu haben, ihr Handy kontrolliert und ihr Gewalt angedroht. Auch gegen ihre Kinder aus erster Beziehung. Für uns war das wichtig, weil es ein Motiv ist für die Tat. Und andererseits war das für sie auch wichtig, weil es natürlich auch Entlastungsmomente, das sind eben auch Dinge, die für die Angeklagte sprechen, zur Folge hatte. Ramona K. sagt, dass sie nur einen einzigen Weg gesehen habe, die Beziehung zu Roland P. zu retten. Jemand müsste ihn verprügeln und ordentlich Angst einjagen, damit er dann aufhört, ihr Gewalt anzutun. Warum hat sie sich nicht einfach getrennt? Das ist eine gute Frage. Wir wissen nicht, warum sie sich nicht einfach getrennt hat. Wäre einfach gewesen. Sie hat für sich selber beschlossen, aus dieser Beziehung nicht anders rauszukommen und hat dann letztendlich den Mord in Auftrag gegeben. Roland P. kann Kampfsport. Deshalb bittet Ramona K. nicht ihren Sohn, ihren Partner zusammenzuschlagen. Stattdessen fragt sie ihn, ob er wen kennt, der das machen könnte. Und so kommt es, dass Ramona K. über ihren Sohn 2 junge Männer engagiert. Tim und Konstantin sollen Roland P. krankenhausreif prügeln. Die Belohnung? 750 Euro für jeden von ihnen. Am 18. Januar machen sich die beiden auf den Weg zum Campingplatz, ausgestattet mit Pfefferspray und Schlagstock. Auf dem Weg sind sie sich dann aber nicht mehr so sicher, ob der Plan wirklich so eine gute Idee ist. Im Auto sprechen sie darüber, dass Ramona K. im Scherz gesagt habe, sie wolle ihren Partner umbringen. Aber bei einem Mord sind sie raus. Sie drehen um und fahren zu Adriano, dem Sohn von Ramona K. Der ist sich sicher, es gehe nur darum, Roland P. zu verprügeln, mehr nicht. Gemeinsam fahren die 3 also zum Campingplatz. Dort angekommen, schreibt Adriano seiner Mutter eine verabredete Nachricht mit Codewort. Ich hab dich lieb. Als Ramona K. die SMS liest, verlässt sie den Wohnwagen. Sie sagt ihrem Partner, sie gehe duschen. Währenddessen klettern Tim und Konstantin über den Zaun und laufen zum Wohnwagen. Zufällig treffen die beiden auf dem Weg Ramona K. Tim und Konstantin treten das Vorzelt zu diesem Campingwagen ein. Einer sprüht Roland P. Pfefferspray ins Gesicht und schlägt mehrfach auf Körper und Gesicht ein. Roland P. fällt zu Boden. Dann schlägt der andere zu, mit dem Schlagstock. Dabei fällt ein Fernseher von einem Tisch auf das Opfer. Roland P. bleibt regungslos am Boden liegen. Die beiden Angeklagten, die auch während ihrer Tathandlungen weder beabsichtigt noch billigend in Kauf genommen hatten, dass X infolge ihrer Handlungen sterben könnte, rechneten auch jetzt nicht mit lebensgefährlichen Verletzungen des X. Nach dem Angriff auf Roland P. nehmen Tim und Konstantin verschiedene Rückwege. Einer von ihnen begegnete dabei wieder Ramona K., die zurück zu ihrem Wohnwagen läuft. In der Anklage steht, dass Ramona K. auf diesem Weg einen Pflasterstein aufgehoben hat. Im Wohnwagen soll sie mit dem dann auf den Kopf von Roland P. eingeschlagen haben und ihn dann noch gewürgt haben. Im Prozess bestreitet Ramona K. diesen Ablauf, anders als in der Vernehmung bei der Polizei.
Sie sagt, ihr Partner sei schon tot gewesen, als sie ihn fand. Es ist nicht ganz klar, lebte das Tatopfer oder war es bereits tot, als meine Mandantin tatsächlich ihren Tatbeitrag geleistet hat. Und das, wenn es tatsächlich tot war, das Opfer, dann kann das kein vollendeter Mord oder ein vollendeter Totschlag sein. Dann bleibt es halt beim Versuch. Das verändert die Grundsituation, das hat sie im Prozess gesagt. Wir haben natürlich die Polizeibeamten vernommen, die Ramona K. verantwortlich im Vorfeld im Ermittlungsverfahren vernommen haben. Da hat sie andere Angaben gemacht und im Prozess haben wir dann vor der Situation gestanden, glauben wir das, was sie im Ermittlungsverfahren der Polizei gesagt hat oder glauben wir das, was sie uns in der Hauptverhandlung erzählt hat? Das Gericht glaubt der Aussage im Polizeiverhör. Und auch die Obduktion ergibt, Roland P. ist durch Schläge auf den Kopf gestorben. Schläge mit dem Pflasterstein, an dem die DNA von Ramona K. ist. Tim und Konstantin haben ja von Anfang an gesagt, dass sie gar nicht wussten, dass Roland P. sterben sollte. Wie sind Sie mit dieser Aussage umgegangen im Prozess? Der Anklagevertreter ist davon ausgegangen, dass es hier ein Auftragsmord war, dass also Ramona die Jungs beauftragt hat, ihren Lebensgefährten zu töten. Die beiden Jungs und auch der Sohn haben aber für uns überzeugend sich dahingehend eingelassen, dass es nur, ich meine, es ging um einen Denkzettel. Er sollte einen Denkzettel bekommen. So haben sie das auch geäußert. Das Gericht kommt zu dem Ergebnis, Tim und Konstantin wussten nicht, dass Roland P. sterben sollte. Die Tatsache, dass sie jeder nur 750 Euro bekommen haben, spreche dafür, dass sie nur von einer Prügelei ausgingen. Und auch, dass sie die Tat sehr spontan geplant haben und dabei nicht maskiert waren. Die Kammer hat hier gesagt, die gehören noch zu den Normalbürgern. Also sie sind nicht einem Kreis zuzuordnen, wo man sagen würde, da tötet man für einen geringen Geldbetrag, sondern das Ganze passt schlüssig zusammen, wenn man sagt, die sind bezahlt worden, um hier jemanden eine Abreibung zu verursachen. Die Frage ist nun also, wie wird die Tat gewertet und welche Strafe bekommt Ramona K.? Aber als sich das Gericht sicher ist, dass sie für den Tod von Roland P. verantwortlich ist, ändert Ramona K. plötzlich ihre Aussage. Sie sagt, sie habe Angst gehabt, dass Roland P. wieder aufstehe und habe sicher gehen wollen, dass er liegen bleibt und deshalb zugeschlagen. So versucht Ramona K., das Urteil auf Totschlag zu lenken. Aber das Gericht erkennt keine Notwehr. Sie wurde ja nicht direkt im Moment angegriffen. Und dazu kommt, was nach der eigentlichen Tat passiert ist, sei viel zu durchdacht. Ramona K. hat nämlich Geld und Karten aus dem Portemonnaie von Roland P. rausgenommen und sein Handy in den See geworfen, damit es wie ein Raubmord aussieht. Und ihre Hose, die hat sie nach der Tat vergraben, weil da Blut dran war. Und vorher, als sie in der Duschanlage war, da hat sie einen Eimer Wasser ausgeschüttet, damit es so aussieht, als hätte sie tatsächlich geduscht. Im Prozess sagen Notfallsanitäter auch aus, dass Ramona K. am Tatabend sehr gefasst gewirkt habe. Vor allem, weil sie am Eingang des Campingplatzes auf den Rettungsdienst gewartet hat, statt bei ihrem Partner zu bleiben. Viele Indizien sprechen dafür, dass es hier nicht um Totschlag geht, sondern um Mord. Das war jetzt im konkreten Fall, war das die Ausführungsart, so wie es gelaufen ist. Es sprach sehr, sehr viel für Heimtücke. Also die Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers, um ihn zu töten. Das war der Punkt. Sie haben sich ja im Prozess viel mit Ramona K. beschäftigt. Was meinen Sie, wann war dieser Moment, in dem sie entschieden hat, dass Roland P. sterben soll? Ganz schwierig zu beantworten. Sie hat ja den Gedanken, mit dem Pflasterstein zuzuschlagen, den hat sie ja schon ihrem Sohn gegenüber im Vorfeld formuliert. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass sie da schon den Tötungsvorsatz hatte, zwar verbal davon abgerückt ist, aber insgeheim diesen Vorsatz weiterverfolgt hat. Das ist die Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass sie hier am Ende, als sie es getan hat, kurz vorher spontan den Entschluss gefasst hat, Roland P. zu töten. Wann genau und wie früh, da würde ich mir jetzt kein endgültiges Urteil erlauben. Dann stellt das Gericht eine Ermittlungspanne fest. Es sind nämlich nicht alle für die Tat relevanten Handys ausgewertet worden und das muss nachgeholt werden. Allerdings haben die drei Männer die Daten schon gelöscht. Ihre Handys müssen also zu einer speziellen Firma nach München geschickt werden und das dauert. Der Prozess verzögert sich also und das um fast 9 Monate. In dieser Zeit verhalten sich die drei männlichen Angeklagten vorbildlich. Tim und Konstantin etwa geben sich Mühe, Ausbildungsplätze zu finden. Und das wirkt sich später positiv auf ihr Urteil aus.
Die Firma in München kann einige Nachrichten auf den Handys wiederherstellen. Darunter ist aber nichts, was die Männer weiter belastet. Im September 2019 wird das Urteil gefällt. Tim Konstantin und Adriano bekommen eine Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung. Sie alle müssen 2000 Euro an soziale Einrichtungen zahlen. Das Gericht ist überzeugt, dass sie Roland P. nicht töten wollten. Anders ist das bei Ramona. Sie bekommt wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe. Aber noch während des Prozesses wird sie schwer krank und verstirbt kurze Zeit später. Dass eine Frau zur Mörderin wird, weil sie das als einzigen Ausweg aus ihrer gewalttätigen Beziehung sieht, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schrecklich. Dazu kommt ja auch, dass Ramona K. drei junge Männer mit in die Tat reinzieht, darunter ihren eigenen Sohn. Natürlich haben die sich selbst dafür entschieden, Roland P. zu verprügeln oder das zumindest zu planen. Aber dass ihr Opfer sterben sollte, das dachten sie nicht. Und wenn ihr jetzt noch mehr True-Crime-Fälle aus NRW sehen wollt, dann schaut doch gerne in die Filme meiner Kolleginnen und Kollegen rein.